Dr. Octagonopus. Oh Junge, willkommen zurück bei Mickey Frigging Epic. Sollen wir mal gucken, ob wir diesen Kobold erwischen? Ja. Oh shit, ist der jetzt explodiert? Und ich habe es überlebt, obwohl ich direkt davor stand. Okay, wenn ich das überlebe, dann überlebe ich auch wirklich alles. Und das heißt, wir werden an diesen dämlichen Kobold rankommen. Ernsthaft beim ersten Versuch? Das war total einfach. Wieso habe ich das beim letzten Mal nicht geschafft? Shit. Es ist Kobold Ronald McDonald. Was? Echt? Cool. Rote Kiste hat was. Darf ich jetzt hier durch? Ich gehe da jetzt einfach mal durch. War ich ein bisschen zu spät? Oh oh. So. Tada. Einmal Überwachungskamera kaputt machen, damit uns keiner sieht. Scheiß auf den Überwachungsstaat. Oh je. Ja, Mickey, da wirst du ordentlich in deine Einzelteile zerpresst, nicht? Schicki, Mickey, nicht in der Maschine stecken bleiben, bitte. Ja! Und Taps. Oh Gott. Noch ein Platsch. Noch ein reiner Galm und Klicks. Oh oh. Nicht aufregen. Nicht aufregen, es ist alles gut. Wir sind alle im Fick dich, Mickey. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Das ist genau das, wovor ich Angst hatte, dass das passiert und wir den ganzen Weg jetzt nochmal laufen dürfen. Oh. Au! Wir haben über die E-Tickets. Oh, ehrlich. Och, so ein Dreckmist aber auch, verdammter. Aber wir haben wenigstens den Kobold befreit. Sollen wir es dabei belassen? Was war in der roten Kiste drin? Habt ihr es irgendwie geschrieben? Ich weiß es nicht. Naja. Jetzt habe ich aber ehrlich gesagt wirklich keine Lust mehr, da nochmal hinzurennen. Außerdem, wer weiß, eben hat der Sprung beim ersten Versuch geklappt. Jetzt brauche ich wahrscheinlich 20. Irgendwie sowas wird jetzt passieren, wetten? Wie ich das gemacht? Ich war hier so auf dieser Kante, ne? How can we help? Ah, nee, ist eigentlich wirklich ganz einfach. Okay. Ah, na gut. Einmal probiere ich es noch. Aber nur weil ihr es seid. Den machen wir aber lieber freundlich, ja? Danke. Oh, er war schon fast freundlich. Und jetzt stirbt er. Och Mann. Der Sprung zum Kobold war auch das Einzige, was bisher funktioniert hat. Schön. Also nochmal in die nette Maschinerie hier. Und alle hops. Und alle hops. Moment mal, kann ich die Dinger anmalen? War das gerade... Nee, da war kein Schatten. Das sah eben kurz so aus, als war da so ein Schatten. Als könnte ich die Maschine anmalen. Aber dann wäre ich ja, würde ich ja nicht mehr durchkommen. Wenn ich die Lücke hier anmalen würde. Das wäre natürlich eher kontraproduktiv, ne? So, oh, Zahnräder. Ich hoffe, wir machen nicht kaputt. Oh Gott. Warum tue ich das? Das erinnert mich jetzt an Castle of Illusion. Jetzt hier mit den Zahnrädern an dieses eine Uhrenlevel. Aber hübsch hier. Hübsche Gegend. Ah,
hier geht's hier rauf. Und dann hier runter. Aha, aha. Hey! Nee, 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 nee. Nein. Nein. Werd freundlich. Ah, oh, nein. Wieso bin ich nicht aufs Zahnrad geflüchtet, als ich noch die Chance dazu hatte? Was, der Kobold ist nicht gespeichert? Wo hast du diese rote Kiste eigentlich gefunden? Meintest du die, die wir beim letzten Mal schon geöffnet haben? Na egal. So, wir sehen uns gleich wieder da hinten. So, da wären wir wieder. Und das Vieh ist auch wieder da. Weißt du was? Leck. Leck dich. Leck mich. Was? Leck dich? Das hat Funk auch irgendwann mal gesagt. Ach, die gute alte Zeit. Der gute alte Funk Royal. Ach, manchmal fehlt er mir. Weil ich komm nicht so dazu, seine Livestreams zu gucken. Deswegen, auf YouTube fehlt er mir sehr. Muss ich ehrlich sagen. So. Hier wurden Krabbeltronics hergestellt. Teile der Anlage funktionieren noch. Anscheinend die gefährlichen Teile. Wie nett. Was? Ist das nicht... Ah! Was? Ah, okay. Ich verstehe. Das ist... Okay. Also war das wirklich nur der alternative Weg. Alles klar. Ich hatte trotzdem gehofft, hier gibt's vielleicht noch irgendwas. Na gut. Geronimo! Ich stütze den Abgang. Oh, Junge! Und dafür haben wir jetzt so viel Zeit in diesem Part verplempert. Aber wenigstens... der Vollständigkeit halber das Ganze mal gezeigt. Das nennt man Fanservice. Ich denke an euch. Ich denke an alle, die das Re-Let's Play von Mickey Epic sehen wollten. Nein, ehrlich gesagt kotzt es mich selber an. Also nicht das Spiel, sondern die Tatsache, dass das jetzt so lange gedauert hat hier. So, Platsch. Muss er nicht immer Platsch machen? So, einmal freundlich sein. Bitte einmal freundlich explodieren. Wenn du schon explodierst, dann wenigstens freue ich mich. So, den Kobold nehmen wir natürlich trotzdem mit. Ran, ran, rü. Ja, ich gebe es zu, ich befreie ihn nur so oft, damit ich ran, ran, rü Audio-Spams reinmachen kann. Ich gebe es ja zu. Ja, dann wird das die Kiste gewesen sein, die ihr gemeint habt. Die hatten wir ja schon. Nur wenn der Kobold nicht gespeichert war, war dann das Öffnen der Kiste gespeichert? Das will ich dann jetzt doch nochmal... Ja, das war gespeichert. Das will ich dann doch nochmal checken. Du weißt ja nie, wie Mickey Epic so tickt. Gut. Dann aber endgültig. Mit euch lege ich mich jetzt nicht unnötigerweise an. Wir gehen zu Weehawk Alpine. Climbers. Ice Climbers. Jetzt habe ich wieder Lust, Smash Brothers zu spielen und den Ice Climbers zu spammen. Habe ich gern gemacht. Ah, Hallöchen. Bringen wir dich direkt zum Metzger. Nein, oh Gott. Ja, tut mir leid, das ist leider nicht die vegane Variante meines Let's Plays. Falls ihr eingeschaltet habt, ich werde noch eine vegane Version hochladen. Inspiriert durch den neuen Ärzte-Song.
wo es eine vegetarische und eine vegane Variante gab. Oh nein, drüber lustig machen will ich mir nicht. Das Thema ist schon relevant und... Tatsächlich versuche ich auch sehr, also ich bin keiner, der komplett auf sein Fleisch verzichten wollen würde. Fange ich jetzt echt eine Diskussion da an. Will ich eigentlich gar nicht, aber grundsätzlich versuche ich es tatsächlich auch ein bisschen einzuschränken. Also weniger. In Maßen, nicht in Massen zu konsumieren. Okay. Gut. So, da kommen wir auch schon an die Filmrolle ran. Yay! So, 9 Stück haben wir schon. Eigentlich haben wir alle bisher, ne? Wir müssen sie alle bisher gefunden haben. 9 von 9 ist doch ein guter Schnitt. Hat einer hier... ihr seid ja immer so fleißig, was Counter erstellen angeht. Jetzt müsste mal einer einen Filmrollen-Counter machen. Den hat zwar das Spiel schon an sich, aber ihr müsstet einen Filmrollen-Pro-Part-Counter machen, genau. Die Hänge des Mickey Mill Mountains. Da sind wir ordentlich hängen geblieben. Das wird grandios. Lol, so's. Und hier müsste doch auch Mickeys? Gildas Eispickel sein. Entschuldige uns, wir müssen jetzt zu Oswald. Tut mir leid, die Tür ist außer Betrieb, keine Energie, weißt du? Auch wenn sie funktionieren würde, kann ich die Tür nicht öffnen, solange die Phantomlinge hier sind. Kümmere dich um die und öffne die Tür, oder du kannst versuchen, sie selbst mit der Energie zu versorgen. Die Sammlerhütte, in der Gilda ihre Axt vergaß, ist da oben drauf. Auf dem Vorsprung. Aber wie gelangen wir dorthin? Klopf, klopf. Wer ist da? Jetzt muss ich wieder an die Knock-Knock-Witze aus, aus Marios Game Gallery denken. Knocke, knocke, who's there? Giovanni! Giovanni who? Giovanni, hurry up and play for crying out loud! Das war wundervoll. I'm a guess I'm a go fishing! Wozu konnte ich das Spray hier eigentlich stoppen? Muss ja einen Sinn haben. Muss ja einen Grund haben. Das hat auf jeden Fall nichts mit dem Abhang zu tun, weil da kommst du eigentlich auch so dran, ohne dass du von diesem Spray da getroffen wirst. Das muss ja trotzdem irgendwie einen Grund haben. Wenn ich damit nicht die Kamera in Ruhe vernichten. Gah! You killed me. Oh, Junge. Ich bin so scheiße. Gut. Machen wir mal das Puzzle verdünnen. So. Kommt alle her. Yeah, der was will. Außer du. Außer du, außer du, außer du, außer du. So, okay. So. Macht ihn ja nicht wieder unfreundlich. Ich sag's euch. Oh! Aber ihn werden sie nicht angreifen, oder? Der kämpft ja quasi in dem Sinne jetzt nicht mit. So, Kleckse-Counter. Da oben haben wir ihn. Und er geht kontinuierlich nach unten. So muss das sein. Endlich Genocide Run. Endlich Kleckse töten. Ja, wir können nicht nur lieb zu Klecksen sein. Nee, weil wir auch immer so lieb zu Klecksen waren. Eigentlich hau ich sie die ganze Zeit. Stirbst du? Nee, du stirbst natürlich nicht. Du stehst doch schon voll in der Verdünnerpfütze drin. Hiya. Okay. 3 Stück noch. Und ein Amboss. Den sollte ich besser nicht verdünnen, ha? Huh? Ehrlich gesagt, traue ich mich noch gar nicht so wirklich hier an den Hängen weiterzumachen.
weil ich das mit dem Eispickel mir nicht versauen möchte und ich wirklich Angst davor habe, es irgendwie zu versauen. Ich glaube, im Stream hatten wir ihn im Stream damals gekriegt. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben ja auch, glaube ich, wirklich im Stream, haben wir kurz nach Tomorrow Stadt aufgehört. Besonders weit kamen wir. Oh nein, ich habe ihn nicht. Ach Mann. Ich konnte nichts für ihn tun. Beeindruckend. Danke, dass du dich erledigt hast. Ich werde die Energie für das Tor wieder einschalten. Yeah. Richte unserem Anführer Oswald meine Grüße aus, wenn du ihn siehst, ne? Oh. Gut. Da will ich jetzt aber nicht rein. Ich will Gildas Eispickel. Und dafür gehen wir doch jetzt einfach mal hier oben drauf und gucken, wo wir rauskommen. Hey, Spraydose. Sobald mein Fadenkreuz funktioniert. Na, endlich. Bist du reif? Okay. Oh, das hat was von Mario Galaxy hier. Weiß ich. Irgendwie muss ich bei solchen Passagen immer an Mario Galaxy denken. Und... Dies ist ja nicht schlimm, die Musik, aber wenn du sie zigmal hörst, weil du diese eine Stelle nicht schaffst. Oh. Die Tür ist jetzt offen, also brauchen wir nicht mehr hier lang gehen. Aber wir können, wenn du möchtest. Ich will ja, also ich will ja zu Gil das Eispickel. Da muss ich doch bestimmt hier hoch für, oder? Ja, nicht sowas mit Milli. Also wirklich, Herrschaftszeiten, Kruzifix. Verlangsam. Alles ist ganz langsam geworden. War das gerade die Melodie zu Es regnet, es regnet? Ach, shit. Der Migi macht sich nass. Was bringt es mir eigentlich, hier die Zeit zu verlangsamen? Dann muss ich ja noch länger warten, bis diese Dinger hier sich endlich mal drehen. Aber da komme ich doch nicht hoch. Ja, du musst da aber hochkommen. Und dann werde ich unweigerlich zerquetscht. Ich komme doch da nicht hoch. Seltsam. Das ist echt seltsam. Oh, Tabs. Oh je. Mario Time. Und da komme ich auch an den Fernseher. Wahnsinn. Aber komme ich von hier da oben drauf? Sieht nicht so aus. Okay. Ja, dann wisst ihr was? Dann machen wir hier jetzt erstmal einen Break. Und ich überlege beim nächsten Mal, wie ich hier weiterkomme. Okay. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.